So, die ist irgendwo hier. Not bad. I can't get in. What's that mean? I'm here every mother. Ich darf rein, tschö. God damn it. What now? What do you want? Don't shoot me. Relax, you're not in trouble. Just want to talk for a little. Where's Evelyn? Need to talk to her urgently. It's important. What, are you mad at her or something? No. Know where she is or not. She's not here. Tried calling her more than once, no answer. Heard she was chipping a new faceplate in the clinic in Osaka. No, no, Oslo. That was it. What the fuck? Evelyn tell you personally she was going away. No, just didn't show up for work. Wasn't picking up either, so I asked Woodman what was up. Told me she left, like I said. Woodman, who is he? Mr. Forrest. But we all call him Woodman. Never really known why. Okay. Mr. Forrest, then. Who is he? He's kind of like our caretaker. Finds new talent, deals with ugly situations. Okay. Could it be Woodman finally shed some light on this shit show? Man can only dream. The skull sponges in these dolls. Ugh. That's what they should be replacing. Ja, ich habe nur gerade ein ganz anderes Problem. Wieso sind die jetzt aggro auf mich? Ich bin einfach nur hier hochgegangen. Das Büro ist auf der rechten Seite. Mal gucken, ob ich da erschossen werde oder durchrennen kann. Das Problem ist auch... Oh. Och, nimm doch einfach die scheiß Waffe in die Hand. Achso, ich habe ja keine. Okay, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Kann ich auch nicht aufnehmen, das ist noch schlechter. Hallo. Ja, gewaltsam öffnen. Ach so. Ich kann es weder gewaltsam. Hallo. Mach was. Ey, ich hab nix hier. Kannst du mal dieses blöde Ding... Ach so, warte mal, das muss ich ausrüsten, oder? Da kann ich ja noch 100-mal draufdrücken. Ja, ich weiß, ich bin jetzt hässlich. So, jetzt lass mich mal in Ruhe hier. Kann man nichts machen. Da komme ich auch nicht weiter. Ja. Und nu? Also, technische Fähigkeit. Will er nicht auf 7 gehen und gewaltsam öffnen? Kann ich hier vielleicht schlagen oder so? Auch nicht anscheinend. Okay. Hm. Aber wieso ist dieses gewaltsame fehlgeschlagen? Das verstehe ich irgendwie nicht. Von hier aus? Ne, von hier aus ändert sich da auch nichts dran. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Leute jetzt alle extra platt machen muss. Nur damit ich da reinkomme, oder? Was ist das? Let's kick it in the high gear! Ja, das funktioniert auch nicht. Mal gucken, ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt da gerade gesammelt haben. Quickslot, Kampfgadgets. Haben wir keiner? Das ist nur Gesundheit wiederherstellen? Hm. Wir haben jetzt auch keine andere Waffe bekommen. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt eine Waffe bei dem besorgen soll, um da jetzt irgendwie drauf zu schießen, damit ich da rauskomme oder was. Keine Ahnung. Oder muss ich wieder hier zurückgehen, dass es gar nicht hier drin ist? Kann natürlich auch sein. Aufgesammelt Katana. Ja, toll, das kommt ja sehr früh.
Let's kick it into high gear! Ja, was auch immer. Also, ich guck mal eben. 1, 2, 3, 4, 5 Leute stehen da. Er zeigt mir an, dass ich hier durch soll. Will es aber nicht öffnen. Auch nicht gewaltsam. Meine Fäuste. Funktioniert auch nicht. Wieso bin ich jetzt voll beladen? Ich habe doch gar nichts aufgesammelt. Okay, also das funktioniert definitiv nicht. Ja, bleibt für mich jetzt noch die einzige Möglichkeit eventuell, dass ich die Typen umnieten muss. Wahrscheinlich ist das jetzt nicht das, was man machen soll. Aber wir probieren es einfach. So. Ah, okay. Schauen wir doch da jetzt mal. Also, eine Handfeuerwaffe. Sehr schön. Dann gucken wir mal, ob wir mit der noch irgendwas drüben anfangen können. Weil ansonsten nehme ich mal stark an, dass wir da wirklich nicht hier durch müssen. Nee. Also da komme ich definitiv nicht durch. Das kann man vergessen. Na komm. Du kommst doch gerade so schön auf mich zu. Da ist einer. Ja, genau. Oh, ich habe denen das Bein abgenabelt. Okay. Ich komme da aber trotzdem immer noch nicht durch. Das heißt... Sag mal, Leute. Kann man hier rein und mal gucken, was da passiert? Der ist hier so im Schrein. Kommt noch mehr. Mann. Okay. Tja, die sagen immer, ich soll nach oben, um in das Büro reinzukommen. Aber wie soll ich in dieses scheiß Büro reinkommen, wenn ich nicht durch die Tür komme? Hat der mich jetzt gerade erschreckt? Wo kommt der denn jetzt her? Okay. Tja. Ich verstehe es nicht. Technische Fähigkeiten darf ich nicht benutzen. Gewaltsam darf ich es nicht öffnen. So kriege ich es offensichtlich auch nicht hin. Das zeigt mir nur meine Ausdauer an. Hm. Tja.
Keine Ahnung, ich stehe jetzt hier so ein bisschen in der Zwickmühle. Ich weiß jetzt auch nicht. Eine Karte haben wir aber wahrscheinlich jetzt keine speziell für dieses Gebäude. Ne, da können wir jetzt so nicht rein. Am I dying? Ja, sterbe ich, ja toll. Ach, ist das nervig. Also entweder habe ich jetzt hier irgendwas komplett übersehen, das würde mich jetzt auch nicht wundern. Oder ich weiß auch nicht. Hier kann ich so nicht direkt durch. Okay, das kann ich immerhin öffnen. Kann man das irgendwie mit Gewalt öffnen? Hallo, mach schon. Boah, jetzt mach schon. Los. Hat der sich geheilt? Ist das dein Ernst? Well, aren't you the queen of fuck-ups? Boah. You're not helping. Now what? Hell, why don't you just scan the truth from his gray, lifeless eyes? Or scour his comp? That just might work. Geh in Woodmans Büro, da bin ich ja jetzt. So, der hat noch gelebt, der hat noch gezuckt. So, haben wir denn hier irgendwas, wo wir Informationen herkriegen können? Nö. Oder Moment, da? Okay, keine Ahnung. Ach so. Gedrückt halten, okay. So, läuft die Sache. Wir haben uns um die Ware gekümmert. Besorg uns 5 oder 6 Mädels und 2 Jungs, aber diesmal richtig, Junge. Nicht so wie letztes Mal. Kaputte Puppe. Hab gehört. Oh, ich dachte gerade, der Typ kommt hier. Darf ich vielleicht erstmal lesen? A Ripper named Fingers in a back alley for hookers. Sounds like a Joy Toys wet dream. Also, nochmal. Hab gehört, Joy Toys sind deine Spezialität. Hab eine hier, die total im Arsch ist. Kannst du sie dir angucken? Frage nach mir im Clouds. So, Cop Connection und so weiter. Ich denke mal, dass das alles andere Sachen sind, die wir so nicht brauchen. Ja. Ich muss darum. Wer denn jetzt her? Boah, komm schon. Was war das? Wo kamen denn jetzt alle her, Leute? Okay, nachladen kann ich nicht mehr. Haben wir denn noch eine andere im Inventar? Eigentlich schade. Moment, wir tun die mal auf 3. Da haben wir noch 93, 93, 102. Dann nehmen wir mal die als drittes. Okay. Verlasse das Clouds.
Boah, warum bist du so leise gewesen, Junge? Ich sehe gerade nicht mehr allzu viel. Okay. Oh, den habe ich ein bisschen abgesäbelt. Der hat doch noch was gehabt hier. Okay, kann ich auf jeden Fall nicht aufheben. So. Weiter geht's. Ich dachte gerade, da stand einer. I'm required to return your weapons, even though I'd rather not. Hey, I don't know anything. I just work here. Ist mir egal. So, meine Waffen, genau. Da erinnerst du mich gerade an was. So, Inventar. Das Katana lass ich mal beim ersten. Meine Waffe. Was war denn überhaupt meine Waffe? Ich weiß es gerade gar nicht. Die ist auf jeden Fall besser. 115. 106. Wahrscheinlich war das meine Waffe. Ich bin mir jetzt aber ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht sicher. So. Ey, Mädel, ich hab dich erschossen. Egal. Die kann ja wirklich nichts dafür. War so in der Eifer des Gefechts, ne? Nice work back there. Ever thought of applying for the diplomatic corps? Kann ich mit dir noch reden? Think Fingers is got her. V, if I could see that far, I wouldn't be a fucking ghost on a chip in a corpse's head right now. And my people will come for you. Calm down. Be cool. Ich finde das so blöd, dass man die nicht wegstecken kann. Erdbeschuss. Genau. Ja, wir haben uns jetzt leider ein bisschen lange daran aufgehalten, da reinzukommen, obwohl ich da wirklich gar nicht hätte reinkommen können. Hatte ich schon so im Gefühl, aber... Oh. You had a plan. You tried. It fell flat. Now you're flat. Don't look in any condition to find Hellman. Hallo, ich denke, ich spreche mit dir. Spreche nicht mit dir? Wo soll ich denn hin? Okay, anscheinend nirgendwo hin. The hell's that? No, no, damn it. Jesus, the fuck do you want from me? It's all going too slow. Gonna decommission before we learn how to rip the chip out. Wanted me dead. Said so yourself. Made it pretty clear since that I changed my mind. Want you to live now. Asked you already. What the hell you want from me? I got a get out of jail free card. I'd be a fucking fool not to take advantage. See, me and Arasaka, we got a half-century-old score needs settling, and I plan to do it. That's what I need you for. Hmm. Never been recruited into a terrorist cell before. If you've Listen, been honored, I actually... know things. Where we can save your life, who can help us do that?
You'll get rid of the chip. I'll smash Sokka. Win-win, kid. Soul Killer's what we need, and Mikoshi's how we grab it. Okay, so this Mikoshi, what is it exactly? Okay, basics. If you're jacked in, cruising the net, Arasaka can use Soul Killer, an AI, to trap, fry, and pack away your psyche, your mind, and your soul. Following so far? Sure. That's how you became a construct. Exactly. Now, Mikoshi's the place Soul Killer operates out of, where it stores its victims' engrams. Come on, you got more to say, so just say it. 50 years back, ops on the human mind. Mikoshi was the sole place on Earth where they did anything like that. Bet it still is today. Telling ya, all roads lead there. It's where we'll settle our biz. You yours, me mine. And, how you plan to smash Arasaka this time? Got another nuke tucked away? This time, bomb's named Alt Cunningham. I'm supposed to know who that is? Not yet, but you will once we find what we need. For now, we got no time to lose. Need to get inside Mikoshi. Okay. Ja, dann würde ich doch mal sagen, dass ich hier mal ganz schnell einen kleinen Cut mache und wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.